Willkommen im zweiten Teil von Let's Play Pirate One-on-One. Wir wollen jetzt ohne große Umwege direkt loszocken, denn schwätzen können wir auch während des Spielens. Also, ab geht's. So, nach dem Tutorial landen wir hier in diesem wunderschönen Büro voller Spieler, sage ich das jetzt einfach mal. Ihr seht schon, es lädt und lädt und lädt sehr lange. Wir sehen nicht mal den Captain, den wir anreden müssen überhaupt. Ja. Das ist natürlich nicht so optimal. Wir werden später mal, glaube ich, den Server wechseln, weil das ist ja ein Graustier, wenn man so lange warten muss. Ploppen immer noch NPCs auf und alles Mögliche. Aber gut, wir versuchen ihn jetzt einfach mal anzusprechen und dann geht's los. Du bist auf der Flucht vor der Armada? Nun, ich leite hier einen Piratenhafen und keine Auffangstation für Flüchtlinge. Wenn du willst, dass ich dich verstecke, musst du dafür was tun. Einer meiner, nun ja, eigensinnigen Männer, ein Buccaneer namens Finn, hat mein Jade-Amulett gestohlen. Ich brauche es zurück. Finn flüchtete nach Skull Mountain und hat die Torgis aufgewühlt. Und nun bombardieren sie uns. Hol mein Amulett zurück. Geh zu Chief Rigby an der Westbastion. Er wird dir weitere Einzelheiten erklären. Wenn du ein Pirat werden willst, brauchst du ein Schiff. Erledige die Aufgabe wie ein Pirat und ich gebe dir eines. Du hast mein Piraten-Ehrenwort. Haben wir einen Deal? Jo, natürlich haben wir den. Würde ich mal glatt sagen. Diesen Finder finden, das Jade-Amulett zu besorgen, ist ja wohl ein Kinderspiel. Hoffe ich doch mal zumindest irgendwie. Zumindest bekommen wir dafür ein Schiff, also machen wir es einfach mal gewissensvoll, wie ein Pirat. So, jetzt müssen wir mal hier das Haus verlassen. Wundert euch gleich nicht, dass die Qualität von dem Video ein bisschen schlechter wird. Weil es leckt sehr in diesem Startgebiet. So, kurze Erklärung, das ist hier so ein Brunnen, an dem kann man seine Kuh wiederbeleben oder aufheilen. Oder wenn man stirbt, wird man auch hierher wieder zurückgespawnt. Das ist so gesehen der Heilbrunnen, der allmächtige Jungbrunnen. So, jetzt gehen wir mal weiter und fragen den Rigby, wo denn das Amulett ist. Oder der Finn, besser gesagt. Ahoi, zieh deinen Kopf ein, außer du willst ihn explodieren sehen. Die Torgis sind außer Rand und Band. Du willst helfen? Wir müssen die Bombardierung stoppen. Geh und finde Bonnie Ann. Sie ist auf der anderen Seite der Brücke, um diese Wilden eine Lektion zu erteilen. Deine Hilfe wird dort gebraucht. Ja, dann gehen wir mal zu Bonnie Ann und werden ihr helfen, gegen die wilden Torgis zu kämpfen. So, da ist die Brücke. Da gehen wir rüber. In den Dschungel. So, drüben angekommen und über diese mega lange Brücke gelaufen, was natürlich Gott sei Dank nur ein paar Sekunden gedauert hat. Sprechen wir mal direkt mit Bonnie Ann. So, who are you then? Wer bist du denn? Avery schickt dich? Gut, du kommst genau zur richtigen Zeit. Dieser Finn ist ein richtig ausgefuchster. Er hat die Torgis so arg verärgert, bis sie richtig wütend wurden. Diese kleinen, schleimigen Teufel haben uns letzte Nacht überfallen, haben uns unsere halben Pulvervorräte gestohlen. Und nun bombardieren sie alles auf unsere Stadt zurück. Wir haben gegen sie gekämpft, aber es sind einfach zu viele. Dezimiere eine von ihnen und ich werde dir helfen, Finn zu finden. Erstatte Leutnant Smollett danach Bericht. Puh. So, schnell den Text runtergerastet. Die hat mir zu schnell, ich glaube, ein bisschen zu schnell da geklickt. Muss ich mir beim nächsten Mal drüber nachdenken, dass ich ein bisschen warte mit dem Synchronisieren. So. Auf jeden Fall müssen wir jetzt ein paar dieser Troggis hier killen, töten. Dezimieren, wie auch immer. Diese froschartigen Wesen finden sich hier auf der anderen Seite der Brücke. Jetzt wird uns auch nochmal kurz erklärt, gerade, dass wir, wenn wir den Fußspuren folgen, auf einem sicheren Pfad sind. Heißt, wir können nicht angegriffen werden auf diesem Weg hier. All die alle da drüben im Schlamm rumhüpfen, wie wir sehen. Wir wechseln kurz eben mal den Server, damit wir ein paar mehr Spieler haben, die uns im Kampf helfen können. Allein macht es ja keinen Spaß. So. Gehen wir einfach mal auf den vollen Server. Und da sind auch schon die ersten Spieler. Die begeben uns einfach mit dazu, weil wir müssen ja eh nur drei besiegen. Das sind genug. Es werden auch noch welche für uns dabei übrig bleiben, hoffe ich doch mal. Ja, wir können alle zusammen arbeiten. Genau.
You can call out targets or mark positions. Mhm. Little dots appear on enemy portraits whenever another player targets them. Mhm. So pay attention. Bla 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 bla. Ja. Wir haben quasi gerade eben gesagt, wenn wir mit der rechten Maustaste auf ein Feld klicken, können das die anderen Spieler sehen. Das heißt, wir können denen wahrscheinlich darüber Befehle geben. Habe ich jetzt hier noch nicht ausprobiert. Und das wird am Anfang wahrscheinlich eh noch nicht jeder mitmachen. Weil man ja erstmal überhaupt mit diesem neuen Kampfsystem klarkommen muss. Oh, was ist das für die böse Mu-Kuh? Hat immer einen Frosch besiegt. Nicht schlecht. So. Mich würde mal interessieren, wollt ihr in Zukunft die Kämpfe sehen? Soll ich die ein bisschen schneller vorspulen? Soll ich die komplett auslassen und nur Bosskämpfe vielleicht später zeigen? Wie wollt ihr das haben? Kämpfe? Keine Kämpfe? Schnelle Kämpfe? Oder überhaupt keinen Poki Pirates, sage ich schon. Pirate 101. Poki Pirates ist ein anderes Browser-Spiel. Ja. Ich komme schon ganz durcheinander. So, jetzt haben wir anscheinend genug Pips versammelt, weswegen wir jetzt so diesen Spezialangriff machen können, wo sich hier aber gerade nicht lohnt, weil wir da nur einen Frosch treffen. Ja, das machen wir also jetzt mal nicht. Und gehen einfach so auf den nächsten Frosch drauf. Wir können ja auch weit schießen. So, jetzt sollte den Fuchs auswählen, was der machen soll. Und dann geht's auch schon direkt weiter. Ja. Also ich weiß sogar nicht, was ich da überhaupt in Zukunft, wenn ich mich interessieren wollte, sondern großartig kommentieren soll. Meine tolle Strategie. Wo keine vorhanden ist zurzeit. Aber die Kämpfe so Fußballstadionmäßig so und er schießt und es ist ein Treffer. Ja. Nee, keine Ahnung. Sagt mir einfach, ob ihr die Kämpfe sehen wollt oder nicht. Sehen nett aus, werden mit der Zeit aber wahrscheinlich auch ein bisschen gleich. Oder halt zumindest so Trash-NPCs, so halt Mini-Gegner, sind vielleicht jetzt nicht unbedingt so interessant. Aber für den Anfang kann man es ja nochmal machen. Oh. So, ist eh nur noch ein, zwei Fröschlein da. Dann haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir kurz auf die anderen Spieler warten, bis die gewählt haben, was zu machen. Dann dürfte jetzt auch der letzte Frosch gleich besiegt sein. So. Keine Ahnung, was ich da geschaut habe. Wie gesagt, das ist auch noch kein Live-Let's Play. Das kommentiere ich jetzt eigentlich, indem ich das Video anschaue und da dazu sprechen tue. Ich meine, ich weiß schon, was passieren wird. Aber ich kann euch schon mal versprechen, dass nicht das nächste, aber das übernächste Video wird ein Live-Let's Play sein, weil das nächste habe ich auch schon aufgezeichnet, was ich natürlich auch noch kommentieren muss und übersetzen muss. Aber das übernächste wird auf jeden Fall ein Live-Let's Play werden, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Habe ich mir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie ich das dann mit dem Synchronisieren mache, beziehungsweise mit dem Übersetzen der Texte. Aber das kriege ich hin. Bin ein ganz ausgefuchster. So, jetzt aber. Letzte Frosch besiegt. Jetzt droppen hier unsere Schätze. Genau. Also nach dem Kampf kommen unsere Schatztruhen, wo halt Gold und keine Ahnung, vielleicht auch später Rüstung drin sein wird. Und jeder Spieler hat seine individuelle Schatztruhe, das heißt, man braucht nicht schnell hineilen, um Angst zu haben, dass andere Spieler einem die Schatztruhe klauen. Das passiert nicht. Jeder hat sein eigenes Loot. Was natürlich sehr toll ist. So, jetzt gehen wir zum Captain Leutnant Small zurück. Nicht schlecht, Pirat. Wir werden diesen Viechern zeigen, dass sie sich besser nicht mit uns angelegt hätten. Wirklich gut. Du hast echt gut gekämpft. Wie ich dir sagte, werde ich dir nun helfen, Finn zu finden. Hast du Platz für einen weiteren Kämpfer in der Crew, Captain? Ja, natürlich haben wir Platz für dich. Nehme ich natürlich gerne auf, Frau Füchsin. Du bist hier wegen Finn? Dazu kommen wir nach Phoenix. Skull Island ist in großer Gefahr. Und es liegt an uns, die Insel zu retten.
Die Trogis benutzen drei große Steinschleudern, um die Bomben auf die Westbastion zu feuern. Die Bomben zerstören die ganze Verteidigungsanlagen der Stadt. Unsere Kanonen könnten die Trogis aufhalten, aber die Kanoniere können durch das ganze Gestrüpp im Dschungel nichts sehen. Such die drei Steinschleudern und markiere deren Position auf der Karte. Du musst dich ganz nah an sie heranbegeben, um sie zu markieren. Sei vorsichtig, melde dich zurück, sobald du alle drei hast. Viel Glück. Ja, ihr merkt schon, ich habe hier ein bisschen zu schnell geklickt, deswegen kann ich da jetzt auch keine großartigen Stimmen machen, weil sonst ist es überhaupt nicht mehr synchron. Aber ich verspreche euch beim nächsten Mal, werde ich darauf achten. So, aber das ist ein perfekter Cut für die nächste Folge dann, beziehungsweise für das Ende dieser Folge erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Pirate 1-on-1.